Wir können dann tatsächlich weitermachen. So, Pause beenden. Ja. Für die 3 Minuten bis zum Dämonenschlupf. Wahrscheinlich wird uns das komplett vernichten. Wahrscheinlich sollten wir am besten 30 Sekunden vorher speichern. Das würde dann nämlich, glaube ich, noch reichen, um was zu machen. Abenden. Oder so. Wenn ich finde die Idee total super, dass das den bösen Dämonen einfach rauskommen zu lassen. Ich meine, was soll schon schief gehen? Natürlich, in Ordnung. Du hast ganz schön viel von den 0815 Wächtern gebaut. Ich meine, Nahrung hat man halt unendlich. Wir können, wo kann man denn eigentlich unser Verbündeten was schicken? Wo ist denn das Menü Da dafür? unten ist so ein Dings wie so ein Deathman Palisade, da kann ich Zeug reinladen. Ich habe da gerade einmal reingeladen. Dann kannst du nicht dreimal Holz schicken oder so und dann ist das auch schicki. Was Holz, 40 Nahrung kannst du schicken in einen Block. Ach so, weil das ist nämlich tatsächlich ein. Na, die können haben doch die nächsten 2 Minuten nichts zu tun. Guardians sind schon nicht so stark, leider. Zum Glück haben wir davon sehr viele. Ja, ich werde die mal noch aufrüsten mit ein bisschen Personal. Und wir haben eine Heilfabrik. Der Zaraxil, der Dingster, der kommt auch ganz regelmäßig zu ihren. Okay. Ja, aber er bringt auch 500 XP, wenn er stirbt. Ach du Scheiße, sind das viele. Die Pumen. Ja, das ist nicht wenige. Das ist auch der Oberpuma, das ist der Vicious Puma. Ja, im Deutsch heißt er wilder Puma, ja. Und heißt er auch Vicious. Ja, Vicious. Das ist mir bewusst falsch ausgesprochen. Nein, wie kannst du nur, du Monster. Ja. Ich würde zusammen. Jetzt hab ich die Boys, oder? Die darfst du behalten. Ja, zurück mit euch, Kanonenfutter. Ich hab die auch auf einer Gruppe eigentlich. Auf einer. Ja, ich hatte sie einfach so markiert, weil ich meine 3 Helden nicht auf einer Gruppe habe. Deswegen. So, warte mal, eigentlich sollte ich vielleicht jetzt schon wieder zurückrennen bei den Leuten hier. Jetzt schaffen die das gar nicht mehr rechtzeitig bis zum Portal. Mhm. Kannst du durch Zufall irgendwo Katapulte eigentlich bauen, weil diese Türme kaputt zu schießen dauert 1 Milliarde Jahre. Okay. Wo ist denn, Wir werden angegriffen. Enchanter da? Oh, da kann ich ja noch Sachen erforschen. Elend führt meine Hand. Gebt den Befehl! Wir werden euch beschützen. Ja, die Beschützerinnen sind tatsächlich auch Beschützerinnen. Wahrscheinlich erkennt man unter der Plattenpüstung jetzt nicht so viel von ihrer Vorsichtbrüstigkeit. Für die Moor hier! Das ist ja viel besser, wenn das alles Bogenschützen wären. Ich glaube, die machen weniger Schaden. Den Befehl. Ja, aber dann könnten sie alle zum Zug kommen. So, mal jetzt schnell speichern. 20 Sekunden könnte fast ein bisschen knapp werden, um die Leute reinzuschicken. Das ist alles ausgewählt, oder? Ich habe die nicht mehr ausgewählt, ne? Okay. Aber jetzt gleich läuft die Zeit ab von dem dämonischen Ritual. Da bin ich ja mal gespannt, ob da gleich ein unaufhaltsamer Schrecken rauskommt oder irgendwas, was wir tatsächlich tot kriegen. Ich geh dir mal Goa kurz zurück. Ich soll oben mal die Verteidigung befehligen. Ach du Scheiße. Okay, das Vieh ist absolut besiegbar. Tötet es! Ja? Angriff! Ja, das. Was? Das Vieh hat 13.000 HP, also wirklich, das ist. Dafür sollen wir jetzt Angst haben? Oh. Ah, kennt Smitty nicht weiter. Oh. Ich hab eventuell gedörbt. Mit eventuell meinst du was? Oh, du hast alles verloren. Dann musst du einen auf. Ich brauche Heilung. Wir haben einen unserer Helden. Ja, das Problem ist, das Vieh macht so einen riesengroßen Feuer-Aoe, den ich vorher nicht gesehen habe. Ich glaube, das werden wir jetzt laden müssen. Aber das Vieh selber ist absolut besiegbar. Oh nein! Das haben wir mit dem Mist hier. Hier vom Last Safe geht nicht, ne? Weil das hat man nicht. Ja, das ist zum Hauptmenü und wir laden. So, okay, gut. Dann schicke ich mal die Roja-Elfen hier weg. Okay, du machst das, oder? Dann kann ich mich wieder verteidigen von. Wie kann ich helfen? Outpost. Ja, warte, ich hab nicht beide Helden. Ich hab nur einen Helden. Nur zwei. Jetzt hast du alle. Ja. Ich brauche auf jeden Fall mehr Personal. Achso, mein Popcap ist auch voll, sehe ich gerade. Ah ne, jetzt noch mehr. Was braucht ihr? Tiaras Atem. Dieses Ding ist gigantisch. Tötet es! Zaraus führt mich. Sie werden brennen. Hm?
Korporal? Hm? Angriff! Unsere Gelehrten haben. Nein, jetzt Ritter. Ich hab die auf Bögen umgeschaltet, können ein bisschen mit DPSen. Ja, aber die stehen jetzt aber halt auch drin in dem, in dem großen Kreis. Ein Auge auf die Minimap. Kann ich ein bisschen mitmachen, ja. Kannst auch unterbrechen mit dem untoten Bolt vom Goa. Weg mit dem Schiff. Ja. Was wünscht ihr? Da und da? Was ist? Gut. Ja, das wäre echt cool, wenn der Boden hier mal aufhören würde zu brennen, weil langsam geht mir der Platz aus, wo die Leute rumstehen können. Ja, der kleine Goblin, mach doch mit. Oh ja, der wird bestimmt ordentlich was reißen. Ja, Mann. Wenn er was kastet, unterbrechen einfach, muss ich sagen. Also kann ich leider übrigens nicht, Alex, weil ich habe nicht genug Leistenplatz für alle Skills. Ich kann auch gerade nicht den explodierenden Funken vom Gore zaubern, weil ich einfach keinen Platz mehr auf der Leiste hatte. Unsere Gelehrten haben die gute Nachricht ist, wir können jetzt nördlich laufen. Ja, pss, legendärer Sippenfresser, also wirklich, das ist lächerlich. Ja, so heißt er im Deutschen. Du kannst einfach Häuschen drücken zum Durchswitchen. Was kann ich? So, zack, tot, easy. Und der. Ah, guck mal, er droppt ein Phönixfragment und dämonische Essenz. Hey, let's go. Gut. So, dann gebe ich dir mal Gore wieder, weil sonst komme ich hier nicht klar mit meiner Leiste. Unsere Gelehrten haben eine Technologie erforscht. Oh, welchen Skill habe ich denn jetzt gerade über. Ich hatte irgendeinen Skill hier, Epidemie. So. Was gibt's? Ich verstehe. So. Easy. Da hat er sich wegen diesem komischen Sippenfresser. Der isst ganze Stämme von Orks und wir machen den einfach immer fertig. Ja, okay. Wir werden angegriffen. Davor hatten die Angst. Jetzt müssen wir nur noch die Brüder finden. Jetzt kannst du erstmal noch von dir aus nach Norden, oder? Ah, stimmt, ja. Das ist das Gebiet hier wahrscheinlich, oder? Weil du machst ja gerade. Die Beschützerin, die hauen halt schon ganz gut die Front. Ja, die machen da Tanki-Tanki und die anderen. Weil du hast fast Popcap-Menge nur mit Wächtern aufgefüllt. Nee, ich habe hinten noch drei Ballisten noch gebaut, weil du die haben wolltest und. Verstanden. Ja, achso, wo sind die überhaupt, die Ballisten? Die wüsste ich. Ich gerade nach vorne. Ich baue gerade noch einfach mehr Protectors. Naja, das Ballisten. Ich leih mir die mal eben aus. Und run voll. Ah, da ist ein Portal, das hätte ich mal früher sehen müssen. Das sieht nach einem geeigneten Ort aus. Ja, ich hab die mir gerade mal genappt. Okay, zwei davon hängen irgendwo fest. Der Vorposten wurde gebaut. So, ganz unten rechts gibt's auch noch einen auf der Karte. Guck mal. Ach, verdammt. Aber das ist gar kein Problem, oder? Da kann ich hier. Okay, weil ich. Ja, da kommst du ja total easy hin. Ja, das ist ein guter Ort. Ah, das ist der Falken-Outpost sogar, oder? Darf ich da überhaupt hin? Unsere Gelehrten haben eine Technologie. Ach, bestimmt, was sollen die denn dagegen haben, dass du den. Oh, guck mal, das ist den hier auch. Haben wir auch was für Lenya? Nee, wir haben noch Lenya. Oh. Das ist natürlich höchst bedauerlich. Ich werde es tun. Aber hey, die droppen alle gar nicht mal so wenig Gold, die ganzen Untoten, die auf der Map rumstehen. Im Leben hatten sie Geld. Naja, anscheinend. Mit Tod haben sie es immer noch dabei. Guck mal hin. Sicher doch, alles klar. Wie praktisch denn hier? Aber hinten gibt's noch mal Gold. Gut. So, Martin, erinnere hier mal vor. Gebäude fertiggestellt. Was ist das überhaupt Chunky geworden? Das sind doch große Weisheiten. Oh, da oben ist ein gefallener Ritter, der auf ein Skelettpferd reitet. Das ist ja auch witzig. Wo ist ein Gorri? Gorri können wir auch mal da oben kommen. Nein! Achso, okay, sie greifen lustig. Das ist okay. Nicht das Banner, nein! Was wünscht ihr? Gut, ich verstehe. Das. Unsere Ballisten schießen schon drauf. Oh, dass die Ballisten nicht angegriffen werden. Und die sind wieder vorbeigeritten. Mehr Untote. Ja, mehr Untote. Oh nein. Ich kam vor allem aus der letzten Ecke rausgeritten. Die greifen gerade auch da oben nicht mehr wirklich mein Städtchen an. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ja, prinzipiell haben wir die schwerste Mission schon bereits hinter uns gebracht. Die mit den. Das. Dingen. Ja. Überleben? Gebäude fertiggestellt. Nee, das ist die andere Quest, die wir ganz am Anfang da hatten. Aber was war denn das?
Was gibt's? Wo wir die Elfen freigeschalten haben? Das war so ein bisschen, das war so semi-stressig. Achso, ja, aber nur weil die Map so blöd gemacht ist und da oben ist diesen riesigen Chalkpoint kam, wo die ganzen die Katapulte einen genervt haben. Das war auch ganz schön schlimm. Ja. Aber ja, Das war sehr, sehr, sehr schrecklich. Ich rüste noch auf 5 Katapulte auf und fülle dann eine Leiste mit Protectors auf. Ja. Aber ich kann eh nichts mehr forschen. Ich hab hier schon wieder mit Ragnack zu tun, also irgendwie, der lässt doch nicht locker, der Boy. Der Typ ist fast tot. Na stimmt, da, Komm noch mal wieder zurück und gönn dir mal hier so ein Safe Heal. Aber verstanden. Ich brauche Heilung! Oh, der Turm ist auch gleich kaputt, dann kümmern wir uns um das Ragnar. Oh, jetzt hat er schon wieder neue Skelette beschworen. Ragnar ist so ein Nervbolzen. Verknackte Cursed. Ja, wirklich, was soll denn das hier mit ihm hier? Ich mag die erneuigen. Was ja auch sehr viel näher dran ist. Ich glaube, meine Leute stehen in irgendeinem Bullshit drin. Kann ich meine Katapulte eigentlich heilen? Nee, Forest haben immer noch 4 Arme. Ja. Ja, aber die können die. Ich kann meine Katapulte heilen. Das ist ja cool. Ja, das ist halt. Das sind die Elfen. Die sind nicht nur. Die sind halt gute Baumschmuser. Erneuerbare Energien, Elfen. Ja, die leben halt sehr öko. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Als Elfen braucht man Steine? Ja, für diesen Quest mit den. Mit Katras Typ hier, der will Steine haben. Ich hab nochmal 2 neue Ballisten gebaut. Ich schick dir die mal zu dem neuesten Elfenbanner hin. Okay. Wisst ihr, ich hab meine Hand in der Hose. Ich hab nicht mal. Das Problem ist, dass ich die Alt-Tasten nie voll hab, weil ich mit den AWS. Mit Pfeiltasten die Map hin und her bewege. Die Türme haben übrigens tatsächlich auch AOE beim Angreifen. Sie können mehrere Targets angreifen. Was voran? Also ich hatte gerade außerdem meine ganze Heldentruppe auf den Turm geschickt und die können tatsächlich mehrere gleichzeitig angreifen. Die Türme. Und Shen, du willst nebeneinander stehen. Wir brauchen den Katapult übrigens noch, ne? Achso, wo ist denn dieses Katapult, von dem ich immer so viel höre? Da oben sind auch Untote über. Links oben, da könntest du mal noch hin. Also. Da. Nee, das da. Das da noch. Ah genau, das da oben ist noch nicht das Katapult. Achso. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Ich meine, ja. Brothers, wo ist denn das Katapult? Ich hab keine Ahnung. Bones in the Sand. Feed the Undead. Bones in the Sand. Ah, da ist das Katapult. Secure the Katapult in the Northeast. Also da stehe ich ja quasi davor. Perfekt dann. Ja. Hey, da gab's doch meine Arbeiter an und ignoriert die. Das ist ein guter Ort. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Deine Dinger sind da, ne? Deine. Wir haben unsere Grenzen ausgezeichnet. Ah ja, ausgezeichnet. Hä, warum? Ach so, oh, ups. Hattest du die noch in deiner Gruppe dran? Nee, ich hab getrollt mit dem Stonecutter. Ach so. Wir werden wie komm ich denn da hoch? Ach so, ich muss hier einfach nur rumrennen. Mag ich gar nicht. Ich finde, der Weimar diesen Elfenbruder hier. Nee, warte, Tar, bitte alleine vorrennen. Ich will, dass das komplett. Nein, Ruhen zurück mit dir. Warum rennst du denn vor? Ganz gemeint, dass diese Untoten mich silenzen. Ich verstehe. Ich habe das Bild, ich möchte trotzdem. Sie werden fallen. Was wünscht ihr? Das wird meine freie Sprache nutzen können. Oh nein, nicht die Free Speech. Die Speech ambulanz ist großartig. Augur. Ist auch eine sehr kuriose Übersetzung. Ja. Korporal. Mal Andergast, willst du vielleicht auch einmal machen? Meine Fresse. Gebäude fertiggestellt. Oh, ich kann, glaube ich, einen weiten Wachturm der Falken nicht mit unheiliger Magie. Schwächen. Schade. Ja, wirklich. Wer hätte das gedacht, dass das nicht funktioniert? Was? Ja. Also Ballisten meine ich natürlich. Sprecht. Ja. Das ist alles das gleiche, Ballistenkapulte. Ja, irgendwas, was Sachen schießt. Irgendwas ist ja immer. Er rennt halt durch. Die beiden Bastian-Weisheiten, die ich mir mitgenommen habe, den Rest meines Lebens. Irgendwas ist ja immer und da kann man jetzt auch nichts machen. Das ist doch oft so, da kann man aber nichts machen. Ja? Guter Plan. Jetzt sterbt halt. Wohl sterbt wieder. Obwohl er. Irgendwie fehlen mir beim Andergast noch irgendwie einen Weg, Mana loszuwerden, weil ich zauber hier immer wie so ein Weltmeister, aber irgendwie sind diese Mana nie alle. Der ist irgendwie nur ein Healbot. Greif jetzt auch mal an, ich mache hier einfach genau gar nichts gerade. Ich dachte, du kümmerst dich um die Wirtschaft. Ja, machst quasi die du bist die FDP unter den Taktikern. Ich brauche die Hilfe.
Sie haben einen unserer Helden erschlagen. FDP. Ihr dürft noch warum ist dieser... Ja, weil der hier ist so ein untoter Märtyrer, der macht erstaunlich viel Damage per Hit. Ja. Verzagende. Nee, wer ist das? Ja, kriegst du die mit deiner Armee tot, ja, weil ich bin gerade. Lost Warlock Glück gehabt. Gebäude fertiggestellt. Ich hab 13 Protector, mhm. Ich hab 15 hoch, dann kann ich noch ein paar Wanderer bauen. Über die Guardians langsam aussondern. Stück für Stück ersetzen. Gut. Wir denken gerade mehrere an, der Defiled Forken Watchtower. Nein, wie kann er nur? Nimm das, du! Was zum. Oh, ich hab beide Elfenbrüder gleichzeitig gefunden. Helf mir! Oh, die sehen noch relativ. Also ich dachte, die muss ich einzeln finden, die Brüders, aber. Alle gleich aus. Wie kannst du nur? Angriff, verstanden. Naja, ich meine, die Zwergen, Frauen und Männer kann man kaum voneinander scheinen, weil sie alle Bärte tragen. Das ist auch schon sehr Free Speech von dir, ehrlich gesagt. Ah, Free Speech. Ja. So. Hallo ihr Zwerge. Achso, ach nein, ich muss die Heldentruppe versammeln. Ah, schauen wir uns das mal an. Ja. Was wünscht ihr? Dann ist da ein Dings hier. Nö, aber. Naja, so halb, also das ist glaube ich der nächste. Verstanden. Mach kurzen Prozess. Na gut, dann kann ich ja derweil irgendwelche Untoten ärgern. Das mache ich sowieso am liebsten. Okay, wie sie komplett durchrennen, einfach den Nahkämpfer vorhin ignorieren. Why not? Beim Boy Katras noch was übersenden. Wie oft muss ich denn sein? Katras. Zweimal noch. Also muss der genug Zeug haben. Na, der kann nie genug haben. Da hinten. Naja, ich sehe Gwors da hervor. Dann können wir mit den Zwergenbrüdern reden. In Ordnung. Ich glaube, er steht noch zu weit weg. Du musst ihn wirklich bis zu den Zwergen. Klingt vernünftig. So, hallo. Nidhalfshammer, ihr habt uns gerettet. Wer seid ihr? Und was zum Geier macht ihr an diesem verfluchten Ort? Lange Geschichte. Aber euer Bruder hat mich geschickt, um euch zu finden. Ulfric, also, ist er am Leben? Das ist er. Folgt mir, ich bringe euch zu ihm. Gut. Oh, könnt ihr bitte allein laufen? Okay, sie laufen rein. Gebäude fertiggestellt. Ich hab Eskortierungsquest Glück gehabt. No raw meat left in Sektor, no! Ich weiß nicht, ich sehe gerade hier oben rennt noch so ein random Panther rum. Der könnte zum Problem werden. Ich verstehe. Er greift doch unser Gebäude an. Also, und hier ein random Panther alleine. Ist das? Erledigt diese Untoten! Das hat diese Lage im Griff. Ja, das ist sehr gut. Das ist da oben schon wieder Srak. Nee, ist ein untoter Magier. Können wir da unten zu dem anderen Typen hinlaufen? Okay, du hast dann. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Undergast, warum denn? Ich geh da gleich hin. Ich kümmere mich drum. Ah, du hast einen Red-Spell. Verdammt! Ja. Hilfe! Gebäude fertiggestellt. Das passiert manchmal, dass ich nicht so aufpasse und dann sterben die mir alle weg. Weil die doch gar nicht so tanky sind, wie man das von großen Helden in scheinender Rüstung erwarten würde. Die haben auch oben an, keine scheinende Rüstung da. Hm, ja. Achso, oh, das ist ja schon das. Oh, das ist die Feste. Oh, hat diese. Oh nein. Ja? In Ordnung. Greifen die Eisenmine an. Das dürfen sie nicht. Sie die Anti-FDP. Die Anti-FDP. Achso, ich muss die Brüder wirklich begleiten. Na, jetzt geht's aber los. Na gut, dann machen wir das mal eben noch. Der Stress. Meine Leute werden hältst hier den Zwergen die Händchen, während sie da langlaufen. Ganz toll. Ja. Weil es komplett eigentlich befriedet ist, das Gebiet. Sie könnten auch einfach durchlaufen. Ja? Aber ich habe das Gefühl, dass du diese Wächter ein bisschen mit Absicht sterben lässt. Was, ne? Ich hab nicht mal hingeguckt, die fighten da schon, die machen das. Ja, also größtenteils sterben die Wächter, aber die stehen halt da ein bisschen weit hinten. Und die, weil die Beschützer kommen wie nicht ran und dann deswegen. Gut, das klingt vernünftig. Wir sind ja auch eine Armee und nicht die Heilsarmee-Variante, also müssen wir mal gucken, wo wir bleiben. Also, wir können doch schon mal ein bisschen Suppen verteilen hier. Oh, so eine Suppe, die guter Plan. Verstanden. Siehst du, sag ich doch Suppe. Suppe wert jetzt. Guten Suppe. Das Suppenhuhn. Das wünscht es, hätte nicht. Das klingt vernünftig. Aber ist ja gut, dass wir keine Leute irgendwie in den Sippenfresser geopfert haben oder so, ne?
Ja, sonst wäre total schade, wenn wir wirklich Leute verloren hätten. Wie ihr wünscht. Warum haben wir eigentlich erst 6 von 9 Türme zerstört? Wo müssen wir noch hin, um an die anderen ranzukommen? Da ist noch einer. Den sieht man schon auf der Karte. Dann ach, da müssen wir an den Fluss langfahren. Oh, das ist ja voll stressig. Müssen wir? Ja, ne, du musst halt irgendwie diesen Fluss hoch und dann kommst du... Ich kann meine Boys da hinschicken, theoretisch, und dann hältst du die... Ich hab schon die Katapulte losgeschickt, aber apropos Boys, ich bräuchte, glaube ich, Gore mal. Den sollst du haben. Also, ich brauche ihn halt... Achso. Naja, okay, ich kann ja was schicken. Ein Kommando übertragen. Das ist auch okay. Ich habe jetzt genug eigene Leute hier, aber ich könnte jetzt auch einfach nochmal einen Ausfall machen und dann nochmal reingucken. Na, du könntest hier noch da... Ja, wieso habe ich eigentlich nur so wenige jetzt in der Control Group? Hast du dir irgendwie Leute geschnappt? Ja, hast du. Oh ja, sorry, ich habe die gerade wie beim Rüberscrollen, beim Versuch zu pingen, ja, habe ich die irgendwie geklickt. Jetzt solltest du... Ja, passt, ich habe meine Horde wieder. Könnt ihr jetzt... Ne, aber hier kann man auch lang, wo ich bin. Hier kann man runter. Achso, ja, das geht zu dem gleichen Fluss. Meine Katapulte... Also, wo sind denn eigentlich meine... Wo kommen die denn eigentlich da raus? Ne, die kommen tatsächlich über den Fluss. Dann ja, da liegt noch eine Truhe, da... Damit, ist tatsächlich ja, ich rede das noch kurz mit Weg hier. Ja, ja, mach mal. Ja, ich rede mal mit Zwergowitz. Nein, Nidhalf, da seid ihr! Oh, ihr habt es wirklich geschafft! Bei den goldenen Titten warum sagen Sie der Königin? Ich weiß nicht, das was ich sagen soll. Im Wort drin. Gern geschehen. Er was half nie. Ah, ja, sicher. Bitte. Es ist nicht viel, aber mehr kann hey, ich Matsch, nicht geben. Hey, was honest work. Wirklich, mein Freund, hab Dank. Für einen Moment habe ich tatsächlich gedacht, ich hätte sie verloren. In Bezahlung helfen wir natürlich auch immer gerne, ne? Das ist ja... Uns wird man nichts einfach los, Ulfric. Das solltest du doch wissen. Ah, das ist ja... Sieht ah, du hast die Katapulte schon? Aus. Okay, dann kannst du das... Wir stehen da rum. Ja, mach mal den Turm da, weil der hat schon das, zwei, drei von meinen Leuten kaputt geschossen. Aber ihr seht wie ein Abenteurer aus. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, sind wir Händler. Was haltet ihr davon, etwas Handel zu treiben? Oh nein, sie wollen handeln. Ich will nicht, dass es handelt. Ja, wo sind sie überhaupt hier? Ich habe immer noch nicht gesagt, wie es dazu kam, dass drei Zwergenhändler in Aonias Klinge gestrandet sind. Du kannst vorbei mit den Katapulten jetzt, glaube ich. Ich habe. Das ist ein ich bin Dialog. Jeder Soldat muss versorgt werden, oder? Waffen, Munition, Proviant. Haben Auto-Engine die Türme? Auch die eisernen Falken. Aber aus irgendeinem Grund hat es bisher kein Händler in Betracht gezogen, mit ihnen Geschäfte zu machen. Nein, tun sie nicht. Glaubt ihr, die Untoten, die euch gerade fast getötet haben, könnten dabei möglicherweise eine Rolle spielen? Vermutlich tun sie das. Aber immerhin, wir leben noch, oder? Also sagt... Willst du nicht mit deiner Truppe noch näher ranlaufen, weil die blocken sich gerade gegenseitig? Ich wollte nicht so sehr. Ein Schwert aus feinstem Windwallstahl vielleicht. Quartiermeister? Ah. Noch mehr Quartiermeister? Wie es der Zufall will, führe ich selbst eine Armee. Wir könnten noch einen Quartiermeister gebrauchen. Noch mehr Quartiermeister? Gut. Ihr wisst ja, wo ihr mich finden könnt. Passt auf euch auf, mein Freund. Dann wird es ein bisschen bunt hier mit der ganzen Rekrutierung. So, dann kannst du jetzt auf jeden Fall Gore wieder haben. Dann muss ich mich nicht um den kümmern. Ich guck mal, was er am Angebot hat. Er hat... Alles vom Kupferdolch bis hin zum Mondsilberschwert. Weil er hat irgendwie ein Bullshit in meinem Gebot, ja, wunderbar. So, der Turm ist kaputt. Wir können noch mit Martin tanken, der wäre technisch gesehen wesentlich besser da drin. Mhm. Achso, wir könnten hier einfach das Katapult nutzen, um das, Plus 50 Steine zu feuern. Ich weiß nicht, ob wir das leisten können. Das ist ein guter Punkt. Ich meine, ich würde es einmal abfeuern, just for the lulz, aber mal schauen. Ich habe es gerade geklickt, aber es tut nicht. Gebäude fertiggestellt. Ach nee, die müssen die Steine erst hinschreien. Oder war das schon geladen? Keine Ahnung. Weil ich habe jetzt gerade gesagt, hier, ich soll mal. Oder musst du auf Squishies. Das ist ein riesiger Untotenarmee. Juiuiui. Vor der Tür? Du bist gerade mal to destroy the gates. Ach so, das ist das Gate da oben wahrscheinlich, oder? Ja. Na ja, jetzt tragen wir die Steine hin. Also können wir quasi von oben eindringen. Wollen wir das weiß nicht, aber mir fällt gerade ein, dass im Fluss noch Loot lag. Gut, deswegen laufe ich mal eben mit der Heldentruppe zurück. Ah, das war noch so ein Turmding. Ich greife das mal an. Ja, die Katapulte sind schon dran.
Ach, guck mal, jetzt kommen die schwarzen Reiter. Ja, hier, die Totenmannverwüster kommen angeritten. Ja, das sind Ork-Truppen bei uns. Alter, da sind auch noch Elfen dabei. Roots, Halberdiers, das sind komplette. Ist das nicht großartig? Oh, das, guck mal, das Tor da oben liegt in Schutt. Liegt in Schutt und Asche. Ist das die oben auch durchkommen oder nicht? Ne, die chillen da oben, das ist okay. Na, ja, das. Was wir mit dem Tor machen? Wir sind bereit. Na, das hat noch 1000 Nitro, das können wir einmal anschießen. Ja. Ich hab denke drauf, ich? Nichts. Use the catapult to destroy the gates. Ah, du musst doch das Gate noch mit dem Catapult kaputt machen. Ja, aber das andere unten hatte unendlich Lebenspunkte. Was das wieder kostet. Ey, echt mal, das kann ja nicht sein. Guck mal, wie wir so Steine jetzt runtergehen. Was wünscht ihr? Das schießt. Puff. Da dann? Ja, Sturm, war. Die Iron, Falcons hier, die Deathman, die rennen einfach vor. Sie wollen ja auch diesen komischen Helm haben, dachte ich. Guter Plan. Ich habe mich schon lange nichts mehr von meinem Best Buddy Sagrak gehört. Fällt mir gerade so ein. Jetzt auch mal Mittagspause, nachdem er jetzt hier 10-mal gegen uns abgerannt ist. Vielleicht hat er einfach keine Lust mehr, das kann durchaus sein. Mich nervt sehr, dass diese Zombies auch einfach komplett unseren Tank ignorieren, einfach durchrennen. Das ist eine gemeine Taktik von denen. Was gibt's? Ich glaube, Taha hat sogar irgendeinen Skill, der taunted. Aber der passt halt nicht auf die Leiste drauf, deswegen habe ich ihn leider nicht aktiv. Kannst du deine Katapulte mal an? Gut. Ich weiß dann auf den Gammeltower dann noch zu schießen. Ach, der da, ja. Also, sie kommen, aber das. Prinzipiell könntest du doch einfach die Verwüster, glaube ich, durchlassen. Die können das, glaube ich, auch. Die stehen ja quasi im Halbkreis ringsherum. Aber verständlich viele Untote gerade gespawnt. Die muss ich, glaube ich, erstmal machen. Wie ihr wünscht. Oh, wo kommt die noch einmal her? Wo ich vor 2 Sekunden hingeschaut habe, waren die noch nicht da. Die sind gerade gespawnt vor meiner Nase. Recht Dachse. Ja, aber jetzt, guck mal, jetzt ist hier auch, sind auch meine Healbots da. Jetzt wird hier alles super. Ich weiß nicht, wie die Katapulten noch gedenken durchzukommen, aber das wird schon. Ja, die Verwüster kommen leider nicht so richtig zum Zug, habe ich das Gefühl. Also, 3 Einheiten zu haben, die healen können, ist so ein bisschen lächerlich. Neues. Oh, jetzt kommen jetzt die Chefuntoten. Wo ist eigentlich gerade unser Ork-Dude hin? Gor? Ja. Oder hast du den da mitten drin? Unten noch, den hast du mir zurückgegeben. Ja, so. Hatte ich das nicht erwähnt. Also, entweder schon und ich habe es nicht gecheckt, oder... Ich muss da eben hochlaufen, leider. Natürlich. Ja, wir hätten noch diesen Gottstein gehabt. So, dann haben wir jetzt ja diese, das ist hier eine Festung, das wäre wahrscheinlich schneller gewesen. Wie kann ich helfen? Ah, in Ordnung. Na gut, dann haben wir aber auch alles Ihr müsst die Heldengruppe treffen, oh nein. Die Heldengruppe, yes, yes. Heldengruppe, ja. Muss aber sagen, dass diese Totenmänner jetzt nicht so viel Armee haben, dass sie uns wirklich verraten könnten. Der Katros hat 13.000 Leben. Frage, wie viel er in ja, Flott. Der Sippenfresser hatte auch 15.000. Was hat ihn das gebracht? Aber was hat ihn das gebracht? In Flottarmer gesteckt, das weiß ich jetzt nicht. Ja, vielleicht hat er das. Vielleicht aber auch nicht. Ich heile mal derweil unsere Elfenarmee. Das weiß ich, weil ich gern schon die Geschichte weitergeht dann. Das ist. Vielleicht hast du ja alles vergessen seitdem. Ja, das kann sein. Da liegt übrigens noch Loot. Was? Wo? Oh. Na da oben auf diesem Balkon. Ich schick mal Rohan hin. Achso, den könntest du tatsächlich auch. Ja. Wieder haben? Ja, ich geb ihn dir mal wieder. Dann muss ich bloß mal gucken. Bitte? Was wünschst du? Noch mal eine Leiste wieder bestücken mit Spells. Ja, das ist der große Nachteil da dran. Du musst halt irgendwie. Schalter, da kann ich zumindest. Das mache ich halt immer. Dann hast du 2 Leisten. Ja, das. Ja, ich habe schon beide Benutzungen. Das ist. So. Oh. Katsching.